Willkommen zurück zu einer weiteren feuchten Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz feucht mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die feuchten Menschen, die das letzte Video mit einer triefigen Bewertung unterstützt haben. Ihr wollt supporten, geht ganz schnell, muss man auch gar nicht unbedingt dabei feucht werden. Einfach nur bewerten, gerne kommentieren. Großes Dankeschön für eure Unterstützung. Die ist nämlich mucho grande wichtigo. Da ist was Neues reingekommen. Da ist was Neues reingekommen? Oh, ich bin schon wieder super voll. Das könnte dich interessieren. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremde. Die Schulterstütze wäre schon ziemlich geilo. Du wirst deine Investition nicht bereuen. Eine Koffererweiterung, ja, muss man mitnehmen. Ein hervorragender Deal. Gehört dir, Fremde. Oh, warte mal. Was ist das? Ach, hier Sprengbolzen. Stirb mir da draußen nicht weg. Ich versuch's. Ich versuche nicht zu sterben. Aber ich habe sehr wenig von allem. Alright, irgendjemand hat hier wieder Kisten aufgestellt. Das finde ich sehr gentle. Äußerst freundlich. Und was gibt's da drin? Nur Geld. Ich meine, Geld ist eine feine Sache, aber trotzdem. Oh nein, der mutiert. Kommen hier noch mehr? Ich höre irgendwo noch eine Mutti. Gott, wie ich diese mutierten Mistdreckviecher hasse. Bam! Oh, die sind immer noch geblendet. Jetzt nicht mehr. Boah, Alter, was ist das für ein Sniperwurf? Oh, und der mutiert auch. Die Oma dreht direkt durch und ihr peitscht einen Kilometer weit nach vorne. Und ich habe super wenig Muni. Oma, stirbt bitte. Oioioioioioi, hier geht's wieder richtig rund, ne? Pistolenmunition. Ich brauche halt endlich die bessere Pistole, aber ich will in die nichts rein investieren. Ich frage mich, wann er die bessere verkauft. Kann doch nicht so lange dauern. Bis er da was rausnudelt. Das Kreuz brennt wieder. Okay, wir machen einen kleinen Look-Around. Gibt es irgendwo noch Geld? Ah, da vorne. Ey, ich bin auch permanent halb tot. Das gefällt mir gar nicht. Das finde ich aber gar nicht gut, dass ich dauernd am Limit lebe. Ah. Schwupps. So, haben die hier den Schrott weggeräumt? Die weiß schon direkt Bescheid, die Alte. Und sie mutiert auch direkt. Super. Komm ich nicht ran? Zwei mit einer Kugel. Gut gemacht, Girl. Gut gemacht. Komm, gib mir mal ein bisschen MP-Muni. Wenn nicht, muss ich mir eben selbst irgendwas zusammenbauen. Eine antike Pfeife. Die alte Crack-Pfeife vom Bürgermeister.
Ja, da geht nur Flintenmuni. Echt, MP braucht die große? Heftig. Einfach nur heftig, aber ich habe sonst gar nichts mehr, ne? Ein Trauerspiel, meine Ressourcen. Ein absolutes Trauerspiel. Komm schon, Munition! Naja, wenigstens Pistole und Gewehr. Aus irgendeinem Grund will mir das Spiel unbedingt jetzt das Gewehr andrehen. Ist das Dynamit? Ey, bei dem Regen sehe ich nicht, wo das hinfliegt. Voll ins Bein, Oma. Oh no! Bitte nicht mutieren, dankeschön. Ich kann jetzt hier keine Mutationen vertragen. Kann sie hier rüber jumpen? Wo ist der Dynamitmann? Irgendwo da oben. Ey. Unglaublich, was die fressen, ne? Okay, da ist auch noch ein Schleuderprinz. Prinz Schleudernase. Och, nee, jetzt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ein Dynamit jagt das nächste. Hohe Sicht. Der lebt auch noch. Mr. Schwing, mein Ding. Als ob. Sei tot, bleib tot. Was ist mit dem da oben? Runtergestürzt und verendet. Würde ich sehr begrüßen. Setzen wir erstmal hier hin. Yep, der ist tot. Mach Bumm. Ist tot. So, nochmal Gewehrmunition. Oh nein. Ich glaube, ich habe da in der Ferne irgendwie den Gebetszirkel gehört. Okay. Dankeschön. Irgendjemand hat da oben seine Perlenkette vergessen. Wow. Endlich mal wieder Heilung. Könnte schon wieder eine vertragen, ne? Hier hinter ist nix. Kann man hier rein? Nee. Obwohl, doch. Kann man sogar wirklich. Passt auf. Oh nee, schade. Irgendjemand hat's zugenagelt. Ich dachte eben gerade nämlich, man muss durch das Fenster jumpen. Oh Gott, da hinten. Der ganze Gebetsverein. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt will ich doch ganz gerne so eine Flinte zum Reinspratzeln. Dich werde ich gleich brauchen. Ja, wir müssen durch die Crowd. Da führt kein Weg dran vorbei, wie es scheint. B.
Bitteschön. Oh, ein bisschen Geld haben wir noch. Das könnte schon so an die 60.000, 70.000 sein, denke ich mal. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich weiß es gerade nicht. Aber das ist nicht wenig. Was wir da noch... Oh, hier gibt es noch einen Schatz. Was wir da noch haben. Wo ist denn hier noch ein Schatz? What? Hängt hier irgendwas an der Decke? Angeblich... Hier oder ist das ums Eck? Schätze nehme ich immer mit. Ist das hier? Kann man hier irgendwas runterschießen? Komme ich da irgendwie oben drauf? Ich höre was, aber... Moment. Hier in der Ecke angeblich. Hier. Ah, da. Gelber Diamant. Nice. Müssen die alle sterben oder können wir wegrennen? Beachtliche Fanbase, Luis. Ja, come on, echt? Besiege den Riesen? Vorschläge? Auf jeden Fall jetzt mal hier hoch. Für dich! Mein hässlicher Freund. Na, töten kann ich ihn ja nicht. Weil übernimmt ja jemand anderes. So, das war schon mal mit der Nummer hier. Die schmeißen mit Sachen, das ist nicht cool. Yikes. Na, schmeckt's? Das ist nicht gut, Mann. Denn ich habe keine Muni mehr. Oh, come on! Der hat hier alles weggehauen. Okay, was? Du hässlicher Freak. Oh ne, da hinten komme ich nirgendwo hin. Da ist ein Bauernlümmel. Dieser Lümmel. Gerade ob es irgendwo Munition und so ein Kram gibt. Heilung gibt's hier. So, warte. Ich muss mir erstmal jetzt ein bisschen was zum Heilen zusammenschustern.
denn sein Geschwür da hinten ist nicht so leicht zu treffen. Oh. Hier steht bald kein Stein mehr auf dem Gott. Anderen. Nee. Alter, das triffst du so nicht. Abrollen. Genauso wird's gemacht. Gibt's hier Munition? Lass mich hier ein bisschen frei joggen. Granate? Oh. Ja. 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 Was? Der macht weiter? Hat's wirklich geklappt? Ich hab das Empfinden, es hat nicht geklappt. Okay, da kann man nicht rein. Ich dachte ganz kurz, da könnte man irgendwie rein. Wie komm ich da hoch? Renn, 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 renn. Renn! Renn! Oh. Ach Mist, genau da muss er sich ducken. Ey! Gibt's nicht, ne? Uff, uff. Oh mein Gott, was für ein geiles Timing. Der Typ war schon gecharged und ich renn direkt rein in ihn. What the heck? Klein zu kriegen. Was mit dem hier? Kann der mal sterben? Der Landstreicher stirbt auch nicht. Alter, der stirbt echt nicht. Oh no. Jetzt endlich habe ich den schon mal los. Wow. Das ging sehr schnell kaputt. Mein letztes Häuschen. Ich muss eine Heilung nehmen. Sonst bin ich platt. Guck. Jetzt bleib doch mal stehen. Jetzt schmeißt der noch mit Dreck, die Sau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, der reißt die nächste Bude hier nieder. Habe ich irgendwo noch Muni? Was anderes außer Pistolen-Muni? Da hinten liegt noch irgendwas rum. Ah, das passiert halt, wenn man mit so einer extrem wacken Pistole rumrennt. Was ist das da hinten? MP. 15 Schuss. Okay, da ist noch eine Hütte. Warum stirbt das Ding denn nicht? Wie der Elefant im Porzellanladen.
Es geht einfach nicht drauf. Jetzt. Oder? Ja. Oh, bitte. Wiedersehen. Er schläft nur. Er schläft nur, Kinder. Hey. Hast du eine Kippe? Hab ich. Die, die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Und du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete, wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut, ich hol ihn, was sagst du? Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Die Lederjacke von Luis ist einfach so verdammt cool, ne? Ich hätte auch gerne so eine Lederjacke. Na gut, wie es weitergeht in der nächsten Folge, bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.